Der Coronavirus hat das Land weiterhin im Griff. Covid-19 hat derzeit über 1000 Fälle in Österreich und ständig kommen neue Fälle dazu. Schwerpunkt in Österreich ist das Bundesland Tirol. Da gibt es 300 Verdachtsfälle. Unumgänglich wurden natürlich auch seitens des Landes Maßnahmen gesetzt, die unbedingt jetzt zwingend sind und hoffentlich auch von der Bevölkerung eingehalten werden. Ein wichtiges Kapitel ist die Grundversorgung und die ist, wie es Landeshauptmann Günter Platter immer wieder verkündigt, die ist gesorgt. Es braucht keine Hamsterkäufe zu tätigen. Ein weiteres Kapitel sind natürlich ganz wichtige Sachen, wie zum Beispiel die Arzneimittel. Und auch wir haben unsere Berichterstattung den höchsten Vorsichtsmaßnahmen geboten und sind jetzt in einer Videokonferenz mit dem Präsidenten der Tiroler Apothekenkammer, den Herrn Matthias König, verbunden. Herr König, einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Die Grundversorgung im Land ist gesichert, heißt es immer wieder. Ein Thema, ich habe schon erwähnt, sind die sogenannten Arzneimittelmedikamente. Wie ist der Stand der Dinge derzeit in Tirol, vor allem hier im Bezirk Reutte? Also der Stand diesbezüglich ist eigentlich dasselbe, ob wir vom Bezirk Reutte oder von Tirol reden. Und der Stand ist gut. Wir haben bemerkt in den letzten Tagen, wenn nicht sogar Wochen, dass eine vermehrte Nachfrage da ist. Die Leute reagieren. Die Leute möchten gerne Vorrat zu Hause haben. Wir haben reagiert, aber nicht nur wir als Reutte in der Apotheken, sondern auch tirolweit. Wir haben unsere Lager aufgestockt. So auch in der weiteren Folge der Großhandel, von dem wir beziehen, und wir sind gut aufgestellt, und es gibt aufgrund des Coronavirus, wenn man es jetzt so sagen darf, keine Lieferengpässe oder keine Probleme bis dato. Also das heißt im Klartext, es braucht keine Angst zu haben, Medikamente, ganz gleich welcher Art, sind in ausreichenden Mengen vorhanden und die Versorgung ist auch in dieser Causa weitgehend gesichert. Genau so ist es. Wir haben leider eine Situation, dass wir seit Monaten in gewissen Bereichen Engpässe haben, was bestimmte Arzneimittel anbelangt. Die haben wir aber insofern schon länger, sind wir schon gewohnt, damit umzugehen und haben eigentlich hier immer wieder Möglichkeiten gefunden, auf alternative Produkte umzugehen. Das ist aber eine Situation, die mit der aktuellen nichts zu tun hat. Sie haben schon erwähnt, also die Medikamente, die Arzneimittel werden ja in verschiedenen Ländern erzeugt. Ein Land ist ja China, was mir bekannt ist. Wo generell werden jetzt diese Arzneimedikamente erzeugt, beziehungsweise wo kann es Beeinträchtigung oder könnte es Beeinträchtigung geben? Also Medikamente oder auch Wirkstoffe, also die Vorstufe von den Medikamenten, werden weltweit hergestellt. Leider hat sich in den letzten Jahrzehnten die Sache so ergeben, dass in Europa die Produktion eher zurückgegangen ist und in Ländern wie China und Indien dort aufgebaut wurde, wie in so vielen anderen Produktionszweigen auch. Das heißt, viele Wirkstoffe kommen aus diesen Ländern. Die Medikamente jetzt generell in Österreich, werden eigentlich noch Medikamente in Österreich in größerer Mengen hergestellt oder hat man generell alles ausgelagert? Nein, es werden auch Medikamente hergestellt in Österreich, es werden sogar Medikamente in Tirol hergestellt. Wir haben hier sogar einen sehr bekannten Hersteller, was Antibiotika anbelangt, einen sehr prominenten Vorreiter diesbezüglich. Und es gibt Produktion auch in Österreich. Ein weiteres Thema ist ja Desinfektionsmittel. Wie schaut es bei Ihnen aus? Kriegt man eines oder kriegt man keines? Wir haben Desinfektionsmittel, wir haben eine Rezeptur, wir Apotheken haben eine Rezeptur von der WHO bekommen, nachdem wir fleißig her Desinfektionsmittel, also Händedesinfektionsmittel herstellen. Wir sind laufend dran, die Nachfrage ist groß, kann sein, dass wir da und dort vielleicht einmal nicht nachkommen, aber wir haben im Moment genügend. Und wir produzieren, das heißt, wenn es vielleicht jetzt gerade mal ausgegangen sein sollte, dann haben wir es vielleicht, wenn es der Vormittag ist, haben wir es dann am Nachmittag wieder. Also wir haben es. Die Apotheken sind gerüstet, Sie haben es erwähnt. In Tirol jetzt, also regionenbezogen, ist man sehr gut aufgestellt. Wie viele Apotheken gibt es derzeit in Tirol?
Es gibt derzeit 130 Apotheken in Tirol, natürlich verteilt über das gesamte Land. Also Tirol ist mit Apotheken sehr gut versorgt, sodass also die Bevölkerung eigentlich immer in der Nähe eine Apotheke vorfinden. Und ich kann mir ja vorstellen, auch was die Mitarbeiter betrifft, also in Zeiten wie diesen äußerst schwierig. Wie viele gibt es derzeit? Beziehungsweise gibt es auch innerhalb der Apothekenvereinigung Kurzarbeit? Kurzarbeit gibt es nicht. Was wir derzeit machen, ist eine der höchsten Tugenden, die wir versuchen jetzt zu etablieren, ist die Apotheken betriebsbereit zu halten. Die Apotheken sind ein versorgungsrelevanter Faktor. Wir zählen zur sogenannten kritischen Infrastruktur und haben auch den Auftrag, dass wir die Bevölkerung mit Arzneimitteln versorgen müssen. Und diesen Auftrag tun wir auch in Zeiten wie diesen sehr ernsthaft und gewissenhaft nachkommen. Die Apotheken rüsten sich oder haben sich eigentlich in den letzten Tagen diesbezüglich auch gerüstet und vorbereitet. Das ist so, dass wir zum Beispiel die Anzahl der Kunden in der Apotheke reduzieren, um eine Ansteckungsgefahr zu minimieren. Einerseits gegenüber den Kunden selbst, also oder innerhalb der Kunden selbst, aber auch uns gegenüber. Wir tun alles dafür, dass wir als Apotheke handlungsfähig bleiben und haben hier zahlreiche Maßnahmen getroffen. Sie sind ja nicht nur der Präsident der Tiroler Apothekenkammer, sondern auch selber Inhaber einer Apotheke hier in Reute. Man hört immer wieder, wenn man jetzt zur Apotheke muss, stehen die Leute bis zur Straße raus. Was ist Fakt? Das ist tatsächlich jetzt so. Also wir in Reute machen das so, wir lassen also nur eine bestimmte Anzahl von Personen in die Apotheke, eben aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Das bedeutet natürlich, dass die Personen bitte vor der Türe jetzt warten. Aber meine Wahrnehmung ist auch, dass sich alle eigentlich wohler fühlen. Ja? Sie fühlen sich wohler, weil sie sind an der frischen Luft. Man sieht, dass die Menschen auch schon aufgrund dessen, was durch die Medien kolportiert wird, auch Abstand zueinander halten. Sie nehmen es ernst und das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig. Auch wir nehmen das ernst und deswegen möchten wir auch die Menschen nicht in den Apotheken in eine Situation bringen, wo sie sich unwohl fühlen und wo sie das Gefühl haben, dass sie inmitten von vielen Menschen stehen, sondern dass sie gefahrlos einfach gefahrlos ihre wichtigen Besorgungen tätigen können. Ich will mich ja nicht wiederholen, aber noch einmal kurz die Frage und der Appell. Also auch wenn die Leute vor der Türe stehen, es braucht keiner Angst haben, jeder kriegt sein Medikament, es ist ausreichend vorhanden. Ja, wie gesagt, also dass sie jetzt vor der Türe stehen, hat einfach diesen Hintergrund, dass wir nicht mehr alle in die Apotheke hineinlassen, um hier das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Es hat nicht den Grund, dass vielleicht irgendetwas nicht mehr gibt, sondern einfach, wir wollen hier einfach schauen, dass wir die Ausbreitung dieses Virus unterbinden. Und da sehen wir eine ganz wichtige Rolle und deswegen machen wir das auch so strikt. Also man sieht schon, auch in den Apotheken ist höchste Priorität in Sachen Sauberkeit, Reinlichkeit, Sicherheit geboten. Wie gehen Sie mit dem Thema Coronavirus um? Beziehungsweise welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht? Also Gott sei Dank noch keine direkten Erfahrungen. Ja. Ich persönlich halte mich sehr strikt daran, was die Vorgaben sind. Das heißt, also ich habe meine sozialen Kontakte reduziert. Wir haben das auch im Team so aufgestellt, im Apothekenteam. Wir haben einzelne Gruppen gebildet, die untereinander keinen Kontakt haben, um im Falle eines Auftretens eines Infektes immer noch eine andere Gruppe zu haben, mit der wir den Betrieb aufrechterhalten. Als Pharmazeut kann ich mir ja vorstellen, macht man sich natürlich auch Gedanken. Es wird ja weltweit derzeit geforscht, um das gewisse Serum-Medikament zu entwickeln. Inwieweit, glauben Sie, ist man jetzt derzeit im Stand der Dinge, um dieser, ich sage einmal, Seuche Herr zu werden? Also was man so hört, sind ganz viele Firmen eifrig daran, einen Impfstoff zu entwickeln, weil ein Impfstoff wäre das richtige Mittel, das Mittel zur Wahl. Realistischerweise, bis man ein Arzneimittel auf den Markt bringt, das dauert. Das geht nicht innerhalb von 2 Wochen. Ich
persönlich kann mir nicht vorstellen, dass das im Jahr 2020 passieren wird. Es gibt natürlich Verfahren, sowas abzukürzen, aber ich denke, das wird es brauchen. Aber was es dann auch braucht, das ist ganz wichtig, und wir sehen das bei der Grippeimpfung, es braucht dann einfach wirklich eine hohe Impfungsrate, Durchimpfungsrate in der Bevölkerung. Und man muss dann einfach, wenn dieser Impfstoff zur Verfügung steht, dann auch impfen gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe auch heute eine Presseaussendung bekommen, die Grippeepidemie. Die ist, kann man so weit sagen, Gott sei Dank größtenteils überstanden. Oder wie sehen Sie das? Sie ist noch nicht ganz überstanden. Also offiziell haben wir hier noch Höchststand. Der wird, ist ein bisschen schwierig jetzt einzuschätzen, vielleicht noch zwei Wochen dauern. Das ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber bei der Grippe ist es ja so, dass wir österreichweit ungefähr eine Durchimpfungsrate von 10% haben. Also auch hier wäre es toll, wenn die Bevölkerung vielleicht einfach auch aus dieser Situation heraus sich in Zukunft vornimmt, auch was die Grippe anbelangt, sich deutlich mehr zu impfen. Weil wir haben ja jetzt die Situation, dass wir sowohl Grippe als auch die Covid-Patienten haben. Und das verschärft die Situation. Wenn wir eine wesentlich höhere Durchimpfungsrate bei den Grippeimpfstoff hätten oder mit der Grippeimpfung hätten, dann hätten wir hier wesentlich weniger Patienten, die zu versorgen wären, und das Gesundheitssystem wäre schon deutlich entlastet. Zusammenfassend, wenn wir sagen, was empfehlen Sie nun der Bevölkerung? Ihr Appell an die Bevölkerung. Also das ist eigentlich genau das Gleiche, was jetzt schon gesagt wurde. Und da wurde schon viel, viel gesprochen. Einfach wirklich die Maßnahmen, die hier vom Land vorgegeben wurden, einhalten. Es geht wirklich darum, dass man die Weitergabe des Virus reduziert, dass man das ganz, ganz strikt einhält, dass man ganz strikt die sozialen Kontakte reduziert, das nicht auf die leichte Schulter nimmt, wirklich Besorgungen nur dann macht, wenn sie wirklich notwendig sind. Und da auch eine Bitte: Bitte nur in die Apotheke kommen für die wichtigen Dinge, für Verschreibungen, aber auch für die wichtigen Arzneimittel, und hier einfach überlegen, welche Wege ich gehen muss. Muss ich sie wirklich gehen? Weil jeder Weg hinaus kann zu einer Ansteckung führen und damit auch zu einer Weitergabe des Virus. Und das gilt es jetzt zu unterbinden. Soweit ein erstes Statement vom Präsidenten der Tiroler Apothekenkammer, Herr Matthias König. Herr Präsident, ich bedanke mich sehr herzlich für die Information, für das Gespräch und wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute und gesund bleiben. Danke für das Gespräch und auch alles Gute, und ja, bleiben wir gesund, darf man da auch durch, wir kriegen das hin. Also in diesem Sinne, gesund bleiben und daheim bleiben.